Erase 4. Ja, jetzt nochmal genauer umschauen. Vorher habe ich nur irgendwas verstecken die hier. Ich weiß, dass die irgendwas verstecken. Fällt mir gerade auf, die sind sogar vor dir dran. Das sieht doch gut aus. Achso, das war eine Spielleiter. Verdammt. Ja, Würfel bitte eine Probe auf Wahrnehmung. Jetzt, wo du kurz dich umhältst und so ein bisschen umguckst, darfst du gern plus 1 addieren. Ja, das sind dann insgesamt plus 3. Wegen meinem Ego. Ja, zwei Erfolge. Du guckst dich um und irgendwas am Boden erscheint dir seltsam zu sein. Du kannst aber nicht genau festmachen, was. Du bist ja noch nicht lange in dieser Gasse. Und damit sind die Yermedana dran und ich spare mir. Ich würfel jetzt mal, aber wenn ich einen Treffer habe, bist du eigentlich tot. Patzer? Der eine ist jemand, der erschlägt aus Versehen seinen Bruder. Der eine stolpert in den anderen, deswegen nur noch 4 Angriffe. Kein Treffer. Wow. 2 musst du noch ausstehen. Ein Dusel. Kein Treffer. Wow. Das ist Wult. Da ist er. Treffer. Wie viel Traumaschaden kannst du nehmen? 5. Ja, dann kriegst du 4 jetzt. Es gibt noch eine Runde. Ich dachte, das wäre für Erase gewesen. Ich dachte, Erase wird jetzt angegriffen. Ne, Erase, der wird gar nicht wahrgenommen. Ja, hätte ja sein können, dass da in der Gasse noch einer ist. So, du kriegst also minus Wünschst 4 auf alle Würfe, ja. Bedenke das. Philippos. Brüllend, du kriegst ein Messer irgendwie wieder in die Seite gerammt, eine Faust trifft dich am Kopf, ein Stein, Blut läuft dir in die Sicht, alles tut weh, um dich herum nur Leiber von Yermedanern. Das ist wie an der Adria. Schlachtet die Ziegenficker ab. Für gegen das den Demiurgen. Für die gegen den Demiurgen Deus Vult. Malorn, vor dir ein unglaublich blutiges Gemetzel. Scheiße, so hast du dir das wahrscheinlich nicht vorgestellt. Doch, genau so. Ich möchte jetzt ganz gerne die ankommenden, anstürmenden Richter, falls sie denn irgendwann kommen, davon abhalten, dass sie jetzt in diese Gasse reinlaufen, sondern dass das jetzt ganz ruhig geklärt wird. Sprich, die würden entgegenlaufen? Nee, nicht entgegenlaufen. Ich würde jetzt so lange warten, beschwichtigend die Hände heben. Sehe ich sonst den Anführer von den anderen, den Saul, ist der nachgekommen? Den siehst du nicht mehr tatsächlich. Der ist vor allem der Lynchmob im Weg. Okay, dann möchte ich ganz gerne die Yermedana beruhigen. So nach dem Motto, jetzt ist der Wiedertäufer ist jetzt tot. Nach dem Motto. Er lebt noch. Ja, gleich. Also dann wenn er noch lebt, dann stachle ich sie weiter auf. Explizit gegen ihn. Ja, dann okay, nächste Runde. Philipp, hast du diesmal mal W6 wieder? Achso, ja, sorry. 2-1 kann stehen bleiben. 4 kriegst du wieder, Philippos. Dann bin ich 5. Willst du die 4 auch gleich einsetzen? Ja, klar. Dann würfel 5 Würfel, bitte. Für deine Schnelligkeit. Schon ein guter Charakter. Ein unglaublicher Tank, das muss man schon sagen. Keine Rüstung an. Überleg mal, das wäre ein Helvetiker mit 5 Panzerung. Ja. Also der wäre auch zusammengebrochen, früher oder später. Okay, du reißt dich zusammen. Du wirst noch mindestens einen mitnehmen, Philippos. Du bist nämlich, glaube ich, sogar als Erster dran, oder? Nee, nicht ganz. Dr. Johnny ist vor dir dran. Der bohrt aber weiter in der Nase. Ja, aber diesmal mit dem Finger in der anderen. Okay. Dann Philippos, was machst du? Ja, du bist doch dran, oder? 4-2 oder hast du deine Ini noch nicht? Ich? Ja, was hast du für eine? Ich hab gewürfelt, ich hab einen. Achso, okay, weil du noch bei 4-2 stehst. Gut, dann Philippos. Wenn die 0 hätten, dann würden sie wahrscheinlich zurückweichen vor ihm. Ich höre die Rufe des Richters und winde mich in meinen Schmerzen einmal um meine Achse. Wie nah steht er bei mir? Richter? Ja. Also Sprintreichweite würde wahrscheinlich gehen. Schaffe ich das noch in meinem Zustand? Warum nicht? Sturmangriff! Ein Funken des blanken Hasses in meinen Augen siehst du, wie sich dieser Wiedertäufer auf seinen Füßen erhebt und auf dich zustürmt.
Dann würfel bitte mal deine drei Würfel, um ihn anzugreifen. So, dann habe ich meinen Richterhammer. Willst du dich aktiv verteidigen? Klar, ich würde dann auch zurück angreifen, also nicht nur verteidigen, ich würde mir auch den Schädel einschlagen. Wenn er dafür muss genug Erfolge haben, dann ist es automatisch ein Konter. Das heißt, du musst deine aktive Aktion müsstest du aufgeben, wenn du dich verteidigen willst. Aktiv. Ist völlig okay. Okay, dann würfel bitte. Körper und Nahkampf? Genau. Es sind 6 und ich würde noch 3 Ego ausgeben. Das darfst du jetzt nicht mehr, das ist am Anfang der Runde. Ach, richtig, gut, dann sind es nur 6 Würfel. 1-2 Erfolge. Gleichstand, der Trigger gewinnt. Treffer. Jetzt, er kriegt jetzt eine 11 oder 12 Punkte Schaden davon? 11. Alter. Dein Ernst? Ja. Scheiße. Ja. Du siehst auf jeden Fall den Wiedertäufer brüllend auf dich zusprinten, den Biedenhänder schwingen, du willst den Hammer hochreißen, bist aber nicht schnell genug. Mit einem schmatzenden Geräusch bohrt sich die Klinge in deine Hüfte, dringt tief ein. Du hast 2 Rüstungen, oder? 2 Rüstungen, dann bin ich nur noch bei einem Lebenspunkt. Also eine Fleischwunde. Oder ja. Ist im Traumabereich drin oder nicht? Also ich habe 10 Fleischwunden habe ich. Okay, dann bist du. Ja, du spürst den Schmerz, Blut läuft überall runter. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, den Wiedertäufer gegen dich aufzubringen. Was ist das für ein Motherfucker? Verräter! Ja, der müsste eigentlich schon lange tot sein, so wie der aussieht. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich von den Richtern niedermusketet. Wer weiß das so genau? Dein Opfer ist es wert, damit der Frieden in der Stadt aufrechterhalten wird. Ja. Erase. Ich möchte mir den Boden genauer angucken. Wenn da eine Falltür ist, will ich das wissen. Ich würfel jetzt mal kurz für die Yermedana, was die jetzt denken. Ich möchte das natürlich heimlich tun, ne? Bring ihn die auch sehen um. Dich nicht. Bring ihn auch um. Die sind erstmal ziemlich verwirrt und bleiben stehen und gucken sich das an, wie der Wiedertäufer ihr Gegner, ihren anderen Gegner angreift. Ich habe eine zweite Aktion, ich möchte mich ganz gerne hier wegbewegen. Oh Gott. Und am Ende sind es immer die Spitalier und die Chronisten, die doch dastehen, in einem Meer aus Leichen. Grace, dann würfel bitte mal Wahrnehmung nochmal. Du guckst dich ja jetzt genau um. Ja, ich möchte das gerne heimlich tun. Auf jeden Fall, also auf keinen Fall will ich das nicht sehen. Wir machen einen Kombinationswurf aus Heimlichkeit und Wahrnehmung. Ja, das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das wäre Heimlichkeit. Und das wäre die Wahrnehmung. Okay, du. Geht's um, was ist eigentlich dein Konzept? Der Ketzer. Ah, okay. Nichts ist mehr heilig. Wenn ja, da jemand bereitwillig geopfert wird, dann muss man die Situation nutzen. Ja, du gehst an den Boden, wischst drüber und Blut. Hier ist Blut am Boden. Getrocknet. Lass mich raten. Ich würde ganz spontan schätzen, eine Nacht. Alt wird's nicht sein. Ist der Richter hier umgebracht worden? Aber warum? Sollten die Yermedaner so dumm, dass sie den Richter angreifen? Und was macht der Richter hier alleine? Kann ich ganz kurz noch irgendwie einen Blick um mich rumwerfen? So nach dem Motto. Du bist beschäftigt. Okay, ja. Nächste Kampfrunde. Ja, völlig aus. Die Yermedaner reißen diese übrigens auch zusammen und die über. Ja, ich bin jetzt kurz am Gucken, ob der Iconide jetzt zurück. Ich will Ego ausgeben, bitte. 3 Stück. Ich muss kurz gucken, ob der Iconide sie zurückgepfiffen kriegt, weil der würde das jetzt tatsächlich machen. 1, 2, 3, 4. Achso, das war Johnny. Er kriegt sie auf jeden Fall zum. Sie halten auf jeden Fall inne. Neue Inni, bitte. Du kriegst nochmal ein W6 wieder. Malorn. Ich weiß nicht, Malorn. Also, ich muss sagen, ich find's schon badass, dass er jetzt den Richter angeht. Also, ich muss jetzt 3 Würfel Ego, bitte. Ich krieg ja noch 6 wieder! Fuck! Boah. Wie viel gibst du aus, Teleboss? 5. Oh Gott. Dann würfel 6 Würfel. 1, 2, 3, 2. Okay. Philippos kriegt zum ersten Mal 2 Aktionen. Und ist bei 4, 3. Ja, mit der anderen. Gleich geht Philippos noch lebend, aber schwerst angeschlagen nach Hause. Oh mein Gott.
Ja, Philippos, du bist der Erste. Und Johnny ist der Erste. Ja, Johnny wird eine Bewegungsaktion hinlegen. Du findest einen sehr interessanten Nasenpopel in deiner Nase. Ja, dann wird er erstmal sozusagen beim Laufen begutachtet. Wie sieht's aus mit anderen Richtern, Wulfen? Sag mal, gibt's hier noch andere Richter, die hier... Gerade, die rennen gerade aus dem Haus raus. Du musst bedenken, das ist ja noch nicht so lange her. Das ist nicht mal eine halbe Minute. Ja, ist ja okay. Die kommen jetzt da rausgerannt, gucken sich um, sehen natürlich hier, dass da irgendwas los ist. Es ist aber ganz schön weit, 50 Meter sind das. Und dann ist Philippos auch dran. Mach mir meine Intrige nicht kaputt. Philippos bedenkt, du hast 7 Würfel, wenn du ihn angreifen willst. Ab mit dem Kopf. Wollen wir die Runde beenden? Nein, schlag zu! Hau rein. Was jetzt? Ja. Man soll seinen Gefühlen nachgeben. Ja. Der einzig wahre Weg zum Glauben ist der, den man im Herzen spürt. Setze dein Pneuma frei. Und mein Herz. Der Richter, ist vielleicht... Der Richter gerade, der Kopf muss ab. Der Richter selbst ist wahrscheinlich der Demiurg. Weg mit ihm. Er ist die Ausgeburt allen Schlechtes überhaupt. Dann hau rein. Ich sehe so wieder 6. Willst du dich verteidigen? Muss ich, oder? Wie geht das? Getroffen werden, ja. Ja, also, was muss ich würfeln? Du musst vor dem Angriff entscheiden, aber ja. Ja. Muss ich, ja. Bitte. Denke, du kriegst auch die Boni auf seinem Ego. Genau, ich hatte 3 Ego eingesetzt und das ist jetzt wieder ganz normal Körper plus Nahkampf? Ja, also plus 3 halt. Ja, dann habe ich 9 Würfel. Okay. Das ist auf jeden Fall abgewehrt. Oh, danke. Philippos zweite Aktion. Du hast aber leider nur einen Würfel, glaube ich. Steht er nicht wieder ungünstig mit dem Biender? War da nicht was? Nee, das ist... Oh, doch, stimmt, hast recht. Mit einem Würfel braucht er es gar nicht erst versuchen. Er fängt sowieso seinen Biedenhänder ab. Aber der könnte jetzt einfach sagen, ich lasse den Biedenhänder los und steche mit dem Dolch. Stimmt, oder? Das geht. Halt dein Maul. Komm, gleich mit dem Dolch an. Nein. Dann könntest du ihn mit 2 Würfeln angreifen, das könnte sogar ein Treffer werden. Nein, das mache ich nicht. Ich ziehe einmal hoch und spucke ihm ins Gesicht. Danach. Und, gut, was macht denn nächste in der Reihenfolge ist tatsächlich der Advokat. Was macht der? Ich würde ihn jetzt gerne beruhigen. Meine Intrige hat geklappt und wir sind hier lebend raus. Du hast deine Aktion schon verheizt. Fürs Abwehren, ne? Eine zweite. Ah, er hat auch 2. Ja, kann ich ihn versuchen zu beruhigen? Das ist gerade wirklich wichtig. Anführen, würde ich sagen. Anführen, okay. Schauen wir mal nach. Hat geklappt! Ja, also ich gebe dir aufgrund der Absurdität der Situation -2. Verhandlung oder was ist das? Ne, Führung. Ja, Charisma plus Führung. Charisma plus Führung. 6 minus 2 sind 4. Du darfst mir gerne einen Kombinationswurf mit Gerissenheit machen, wenn du willst. Ich press mal. Denk dran, ich bin strunzdumm. Ja, deswegen gebe ich ihn. Oh, danke, lieber Gott. Das ist eine Gerissenheit. Nee, das ist mein Charisma-Führung. Ich wollte ja auch gesagt, du kannst die Gerissenheit davor noch würfeln. Psyche, dann kriege ich nochmal 2 zusätzlich. Würfel mal. Einer. Darfst aber nichts mitnehmen. Das sind dann 2 Trigger, 3 Erfolge. Also wenn du willst, darfst du dich da gern gegen verteidigen. Entweder mit Wille plus Glaube. Bis Psyche plus Glaube. Oder je nachdem, was du wählst. Ich hoffe, das ist Psyche plus Glaube, würde man dagegen. Ja, mit dem allgemeinen Malus wird das hässlich. Ja. Bedenk plus 1. Wie viele Würfel hast du dann? 5. Minus 4. 5 minus 4 ist 1, nein, dann 1. Kann er gar nicht schaffen, oder? Obwohl er 2 Würfel theoretisch ist, reicht aber trotzdem nicht. Er kriegt ja nochmal plus 1, weil er Augiast ist. Und gerade sehr augiastisch agiert. Na, Würfel. 1,5. Nee. Was sagst du ihm denn genau? Beruhig dich, es hat geklappt. Ich halte mir die blutende Wunde, mein Körper ist fast in 2 Teile gehalten. Beruhig dich, wir haben's geschafft. Ich erklär's dir gleich, ich erklär's dir. Spuck ein bisschen Blut. Läuft eher auf meinen Mantel, als dass ich dir wirklich entgegenspucke. Okay, wollt ihr aus der Inni raus? Das ist meine Frage jetzt. Wenn jemand da nachher rausgeht, ich geh raus, ja, gerne. Ja, auch. Erase ist drin, hat alles geklappt.
Ja, ich breche dann blutend an der Wand zusammen, wink vielleicht nochmal Dr. Johnny herbei, wenn ich sehe, dass er da gerade angekommen ist. Man hört Pfeifen, eine Dutzendschaft bewaffneter Richter mit Hämmern und Musketen kommt angerannt. Gucken in deine Richtung. Was wartet, alles gut, alles gut. Okay, würfel bitte mal nochmal Führung. Ja. Ich gebe dir die plus 1 aus deinem Dünnchmob. Ja, Führung, das sind dann, ich muss wieder einmal gucken. Charisma sind 4 und Führung sind 2, dann habe ich 7. 1, 2. Ma. Ja. Nicht ganz überzeugend. Wartet. Wir haben den Frieden ausgehandelt. Die Dame haben uns geholfen, einen flüchtigen Mörder zu erwischen. Ja, die Jermedaner währenddessen hören natürlich auch das Trappeln der Richterstiefel und geben erstmal ordentlich Fersengeld. Kann jemand übrigens Philippos bitte, wo ist denn das, wo gebe ich Zustand? Naja, er hat noch ein Trauma. Also ich habe noch einen Lebenspunkt. Also du kannst, also ich gebe eigentlich besser ihm den Todesding. Du gibst das immer blutend dir den Zustand. Obwohl er kriegt beides. Du kriegst nur den blutend und er kriegt Blut und Tod. Auf jeden Fall kommen die jetzt angerannt, sichern natürlich erstmal die Gasse, verschwindet! Und ein paar Warnschüsse Richtung der Jermedaner, die natürlich ordentlich Fersengeld geben. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! Ja, Johnny, du bewegst dich durch, man macht natürlich im Spital ja Platz, da sind 2 Verletzte. Was ist hier passiert? Sie haben uns geholfen, einen flüchtigen Mörder zu erwischen. Alles gut. Wo ist er? Er ist die Straße runtergelaufen, er ist entkommen. Schwer angeschlagen. In welche Richtung zeigst du? Die Straße runter, da wo hier die Patrouillestraße, genau. Dann würfel bitte mal Täuschung. Gib dir plus 2, du blutest ziemlich hart, da lügen die meisten Menschen nicht. das sind 4 Würfel, was auch immer ich vorhab. Okay, 2. Mal gucken, ob die dich schauen. Sie gucken dich an, sicher? Ja, meine, dann sehr misstrauisch den Wiederteufel. Ja, mit dem blutigen Schwert, das er eben gerade noch aus mir rausgezogen hat. Meine Augen zucken auch immer so ein bisschen in Richtung von Philippos. Ich bin mir sicher, ja. Die Jehamedaner haben doch dazu... Platz hier, ich muss mich um die Verwundeten kümmern, hier soll doch keiner sterben. Versucht Dr. Johnny sozusagen sich Respekt und Platz zu verschaffen, in der Hoffnung, dass das Gespräch auf später verschoben wird. Würfel bitte mal dominieren, du bist Arzt. Das gibt auf jeden Fall einen plus 1er Bonus. Und plus 1 wegen Ansehen, Spitalia-Uniform für Krankheiten und... Das habe ich eingerechnet. Das habe ich gemeint mit dem plus 1. Wow. Diese Würfel, ey. Gar nicht mal so viel. Ja. 4 Lebenspunkte wieder, oder? Ich habe jetzt erstmal gewürfelt, um damit die Leute sozusagen Platz machen, dass ich hier die Verwundeten versorgen kann. Nimm Leute mal erstmal Platz, sodass die Leute... Ja, Dr. Dolly wird da wirklich den Rucksack vom Rücken ziehen, das Fungizidgewehr wieder einhängen und anfangen wirklich medizinische Ausrüstung rauszukramen, um das zu tun, was er will, nämlich die Leute zu versorgen. Es gab einen Angriff und die Jermedaner haben uns Richtern geholfen, einen Mörder zu schnappen. Vor einem halben Tag wurde ein Richter erschlagen und dieser Mörder lief jetzt frei herum. Die Jermedaner haben uns geholfen, diesen Mörder, den wir... Er wollte fliehen und die Jermedaner haben ihn aufgehalten. Was? Die gucken so unsicher zu in Richtung Jermedaner Viertel. Das kann ich mir nicht vorstellen, die haben ihn wahrscheinlich selber umgebracht. Wollt ihr meinen... Ich liege hier blutend. Sie haben mein Leben gerettet, die Jermedaner haben mein Leben gerettet. Als ich auf der Suche nach diesem Mörder war. Ich war auf der Suche... Ich muss leider jetzt hier erstmal sagen, es kann nicht weitergesprochen werden, Sie sind so schwer verwundet, bitte stellen Sie das Sprechen jetzt alle ein. Man schaut die Richter an, tun Sie Ihre Richtersachen, das ist ganz wichtig, aber ich muss mich jetzt hier darum kümmern, dass die Leute nicht sterben oder wollen Sie Ihren Richter tot sehen. Okay, wie sah der Mörder aus? Ja, er war so, ungefähr so und so groß und so alt. Sie gucken dich an, diese unspezifische Angabe... Er war normal groß. Er war mittelgroß. Mittelalt. Okay, sucht einen. Ja, übrigens, da liegen immer noch 3 tote Jermedaner in der Gasse. Die Jermedaner haben sich im Kampf gegen diesen Mörder geopfert. Ja, auf jeden Fall die Richter laufen, also ein Teil der Richter laufen los, 2 bleiben bei euch zurück.
oder vier bleiben. Ich hätte auch gehört, dass Philippos hier nicht stirbt an deinen Traumaschäden. Ja, da wird auch nicht. Also du blutest so langsam aus, Philippos. Langsam ausbluten meine ich, dein Sichtfeld kriecht zusammen. Wenn die Race nichts findet, dann bringe ich ihn um. Er hat schon was gefunden, er hat auf jeden Fall die Mordstelle gefunden. Jetzt hoffentlich kann ich Philippos retten, ich weiß nämlich nicht, wie schwer das ist. Dann machst du es erstmal natürlich, behandelst du ihn. Denn wir wollen gleich Schluss machen. Ich will jetzt nur kurz noch einen Medizinwurf sehen, tatsächlich von unserem Freund Dr. Johnny, um zu verhindern, dass Philippos einfach ausblutet. Okay, wie geht das jetzt? Ich habe Verstand und Medizin. Genau, du würfelst Verstand plus Medizin. Ich ziehe dir einen Würfel tatsächlich ab. Kombiniere. Weil die Gegebenheit richtig scheiße ist hier. Auf der dreckigen Straße. So im Schneematsch. Und dann würfel ich. Ja, das ist so viel. Das ist ein Kombinationswurf tatsächlich. Okay. Du kannst was mitnehmen. Das Haupttalent hat auf jeden Fall schon mal nichts gemacht. Was ist die Kombination? Jetzt bin ich an überlegen. Ich würde tatsächlich Fokus draus machen, um dich zu konzentrieren. Hilft nichts. Dann auch wieder einen Würfel abzu? Das ist kein Würfel. Was war das? Fokus. Darauf nicht. Währenddessen darf Philippos mal würfeln, wann er ausblutet. Also dann nehme ich eine 6 mit, weil das ist das Hilfstalent, das 2000 geholt hat. Gut. Eine 6. Dann darf Philippos jetzt gucken, ob er ausblutet. Würfel mal Härte plus Körper mit dem körperlichen Malus natürlich. Härte plus Körper. Dann mit dem minus 4 von seinem Trauma draus. Genau. Was muss er jetzt erreichen? Mal gucken. Ja, also Philippos blutet weiter aus. Ich hebe noch einen Arm in... Du bist doch nicht tot. Ja. Einen zitternden Arm. Lass dein Pneuma reinigen. Und ich zeichne mit meinem eigenen Blut das Zeichen der Wiedertäufer auf den Ledermantel des Richters. Dein gebrochenes Kreuz. Ja, hier wird klar, also ist immer mehr Blut läuft aus den verschiedenen Verletzungen von Philippos, die so aussehen, als hätte ein wütender Mob über ihn hergefallen. Die zwei Richter, sollen wir ihn wegtragen? Irgendwo anders hin? Bringt ihn in die Richterfeste. Kümmert euch um ihn. In die Kaserne? In die Kaserne hier, gegenüber. Ja, man... wir holen eine Trage. Die beiden Richter laufen los. Während Philippos weiter hustet und Blut verliert. Nicht husten. Ja, es vergeht einige Zeit. Erase währenddessen. Du durchsuchst die Gasse sehr sorgfältig. Ja, auf alles, was noch irgendwie auf Kampf, Abtransport, versteckte Waffen. Ja. Das volle Programm. Du guckst dir den Boden an und eine große Blutlache war ja ursprünglich. Es hat sich hier verteilt, tatsächlich. Kampfspuren findest du keine. Und eine Schubkarrenspur scheinbar. Und dann noch etwas anderes, einen Ring. Schneematsch vergraben. Was für ein Ring? Es ist so ein silberner Ring tatsächlich. Mit recht schmucklos, aber mit einem eingravierten. Ja. Mit einer eingravierten Buchstabenfolge oder mit einer Widmung, würdest du sagen. Du reibst den Ring sauber und tatsächlich steht da für E. Dabei. Das soll mir erstmal reichen. Über kleine Rückwärtsgassen. Hier. Zurück. Warum verteilst du Blutmarker, während du dich bewegst? Egal. Nee, das sind nur die Punkte, wo ich quasi die Richtung gewechselt habe. Interessant. Auf jeden Fall, Philippos, du wirst erstmal in die Kaserne getragen. Du auch kurz danach. Und da darf Joker Johnny nochmal versuchen zu verhindern, dass Philippos verblutet. Diesmal ohne minus 1. Ja, dann, die, bitch, die. Wir wollen natürlich wissen, ob Philippos stirbt oder nicht. Ist das nochmal ein Kombinationsruf? Weiß nicht, ob Philippos das selber wissen will. Du verlierst auf jeden Fall das Bewusstsein jetzt, Philippos. Johnny. Außer du willst natürlich Hardcore bei Bewusstsein bleiben. Du hättest was Ordentliches skillen sollen. 6 Würfel ist doch schon ganz ordentlich. Eigentlich schon, ja. Aber das Tool hasst uns heute. So, ich hab da eine 6. Das heißt, ein Erfolg mit einem Trigger. Ja, dann lassen wir mal stehen, ob Philippos stirbt oder lebt. Und beenden für heute. Die Sonne hat gerade den Mittagsstand erreicht.
Die Gasse im Yermedana-Viertel ist mit Yermedana, Wiedertäufer und Richterblut getränkt. Und der Lösung des Mordes seid ihr eigentlich noch wenige Schritte näher gekommen. Nur Erase, der Shutter, hat einige Hinweise gefunden, während ihr euch gegenseitig abgeschlachtet habt. Vielleicht hat das die Spannung gelindert, hat es sie aufgeheizt. Niemand weiß es bis jetzt. Geht der Plan auf, den Malorn sich ausgedacht hat? Oder scheitert er spektakulär und wird die ganze Stadt in ein riesiges Schlachtfeld verwandeln?